Gut, keine Maische. Nein! Boah. Das ist total toll. Ob da Maische drin ist? Nö. Ja, das verstehe ich doch jetzt. Wer will? Ich verstehe das nicht. Ich guck mal irgendwie oben drüber. Scheint sogar so zu sein. Oder? Ja, nee. Das ist toll. Ach, warte, ich mich freue, wenn ich was nicht finde. Nee, hier draußen ist Katze echt nicht schön. Hell. Ach, das soll jetzt echt zum Fuchsig werden. Hallo, Maische. Hallo. Hallo. Der Dicke hier wenigstens weg. Sieht echt nett aus. Oh. Das gibt's doch nicht. Durchgang oder so? Nee, ne? Nee. Dein Boiler? Oder hier? Ah, ja, Augen auf, ne? Es ist noch etwas Maische da. So. Ja? Hier gehört wahrscheinlich die Maische rein. Mhm. So. Fertig. Jetzt muss ich die Maische zum Kochen bringen. Anzünden. Dann rechts und dann links, ne? Das muss reichen. Zeit zum Abkühlen.
kurios. Ich frage mich, warum der unten war. Also warum der nicht nach oben geht, wenn... Sieh einer an. Ich bin anscheinend zum Brennen geboren. Ja, total, Geralt. Total. Ja, schön. Schön. Braumeister Geralt. Brennmeister. Naja. Es ist jetzt nicht so weit weg, ne? 300 Schritte? Nö. Nö. Oh, hallo. Aha. Nö. Heya! Ja, ja, da war was im Weg. Ja, ich weiß. Oh, plötzlich. Pollen auf den Blättern. Sie wurden vor kurzem gepflückt. Mhm. Noch jemand, der nach Gauchal sucht. Noch jemand? Primis hat schon viele junge Druiden in den Wald geschickt. Sie kehren ausgelaugt mit leerem Blick zurück. Und ohne Blume. Sie erzählen nie, was passiert ist. Ich bat Grimis, mit dem Schwachsinn aufzuhören, aber er lachte mich aus. Jetzt ist Schluss mit lustig. Einer unserer Novizen, Ramond, ist nicht zurückgekehrt. Ich muss ihn finden. Lebendig oder tot. Oh je. Was weißt du über diesen Wald? Kaum was. Ist das nicht lustig? Ein Druide sollte jeden Baum kennen, jeden Busch. Aber selbst wir wissen, dass wir manche Orte auf der Insel nicht aufsuchen sollten. Wir können Tiere zähmen, aber keine Monster. Und hier soll sich eines eingenistet haben. Ein Waldschrat? Ein Axibrun? Leider weiß ich's nicht. Wie gesagt, wer den Wald betreten hat, erzählt nicht, wen oder was sie gesehen haben. Tja, gucken wir mal. Hör zu, du suchst nach einem Druiden, ich nach einer Blume. Lass uns zusammengehen. Warum nicht? Ich kann die Hilfe eines Fährtenlesers gebrauchen. Geh voraus. Fährtenleser. Keine Blütenblätter. Hufabdrücke. Aber die eines Zweibeines. Aha. Blume. Keine Blütenblätter. Hatten wir doch schon untersucht, oder? Ach du heilige Nase. Boah, fuck it. Vergiftet. Hörst du mal auf damit?
Hat das Vieh mich auch noch gestunt. Was zur Hölle ist das? Ist das hässlich? Eine Riesenschnecke oder wie? Klappspinnen. Da hast du recht. Hier muss irgendwo was Rotes sein. Nee. Aha. Er wurde von jemandem begraben. Nicht geschickt, aber sorgsam. Viele Kratzer. Die sehen nicht tödlich aus. Der Körper ist ausgetrocknet. Als sei ihm alle Flüssigkeit entzogen worden. Ich kenne ihn. Das ist Jorah der Weiße aus Kaer Trolde. Er ist weit weg von zu Hause gestorben. Nicht nett. Okay, das löst unser Problem hier aber überhaupt nicht. Verlaufen im Wald. Ist ja schön. Jetzt ist aber gut da oben. Hier ist die Spur. Komm schon. Aha. Du bist? Achso, du bist das. Hier sind doch noch mehr. So. Ach nö, da ist er. Gut, jetzt haben wir wenigstens Ruhe und nicht das ständige Knurren hier. Och nö. Nö, echt jetzt? Ihr seid echt nervig, wisst ihr das? Haut der ab? Warum hauen die ab? Das ist ja kurios. Egal. Der Ruhm, den du erwirbst, wird nie verpassen. Hier waren auch Blumen, aber sie sind gepflückt worden, jede einzelne. Ja. Huch, was ist das? Warum sind hier zwei Spuren? Achso, Pferd und Mensch, oder was? Nö. Fußspuren. Einige sind frisch, andere undeutlich. Alle führen in dieselbe Richtung. Und Watten durcheinander? Nein! Nein! Aufhören, bitte! Hör auf! Das kitzelt! Das Spiel können noch zwei spielen, du geiles Ziegenweib! Lass ihn los, Höllenkreatur! Ramon, geh weg von hier! Beruhige dich! Mir fehlt nichts! Ich bin hier um... Du weißt nicht, was du da sagst. Sie hat dich verzaubert. Wir haben gesehen, was mit denen passiert, die in den Armen dieser Bestie landen. Wir haben Jorahs Leiche gesehen. Dann hast du gesehen, dass ich ihn dem Brauch nach begraben habe. Ich wollte seinen Tod nicht. Er war alt. Sein Herz schwach. Ich habe ihn gewarnt. Aber er kam immer wieder. Ich glaube deinen Lügen nicht. Ich werde deiner Betörung widerstehen. Ich töte dich jetzt und hier, Monster. Sie
Sie ist harmlos? Ja, harmlos würde ich das jetzt nicht nennen. Ich hasse Entscheidungen. Ich sehe keinen Grund, sie zu töten. Sie ist ein Monster, ja, aber ein einfühlsames, harmloses. Das kann nicht sein. Es gibt ja auch kein trockenes Wasser und kaltes Feuer. Aber wenn du nicht hilfst, kümmere ich mich um sie. Davon würde ich dir abraten. Mhm. Ich komme wieder. Mit jemandem, der sein Schwert nicht nur zur Zierde trägt. Warum hast du dich auf meine Seite gestellt? Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Ich paare mich nicht mit Hexern. Schon gar nicht aus Dankbarkeit. Hallo, was denkst du von ihm? Warum nicht? Warum nicht, sag? Sind es die Narben? Ich mag es nicht, wenn Männer nach Blut riechen. Ihr Hexer riecht immer danach. Biesblut, Chordblut. Das sind meine Brüder. Du hast recht, aber im Gegensatz zu Biesen und Chorten hast du... üppige Titten und ein hübsches Gesicht. Ich weiß, das haben die nicht. Ist es deshalb leicht, sie zu töten? Es ist schon ein wenig komplizierter, aber egal. Nein heißt nein. Schon verstanden. Na, ein ehrenhafter Mann, der Hexer. Mhm. Ich habe eine andere Idee, wie du mich entlohnen kannst. Ich suche Gauchheil. Du kennst den Wald. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich werde dich selbst hinbringen. Und du, Ramund, pflückst noch ein paar Veilchen. Nur die Indigo-farbenen diesmal. Indigo? Du meinst blau? Nein, Indigo ist Indigo. Männer. Yep. Wozu brauchst du die ganzen Blumen? Neugierig, was? Warte ab, dann siehst du's. Die hat nicht nur üppige Titten, sondern auch einen üppigen Hintern. Naja. Ist ja nicht verkehrt. Höhle? Ja. Hübsch, nicht wahr? Total. Glockenblumen, Veilchen, Butterblumen, Gauchheil. Fehlt nur noch Edelweiß. Nimm dir eine. Gemütlich. Aber nicht mehr. Es war harte Arbeit, diese Höhle gemütlich zu gestalten. Aha. Ja, ich verstehe. Total, warum wir jetzt mit in die Höhle sollten. Sie wollte uns doch zum Gauchheil führen und nicht... Hä? Da war aber nichts. Im Wald. Das Spiel mag mich heute irgendwie nicht. Ja, das verstehe ich jetzt, wer will. Gut, dass sie uns zur Pflanze geführt hat. Oder zu einer Pflanze davon. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Im Wald. Super, ich sehe die Spuren, aber die bringen mir ja jetzt nicht wirklich viel. Ich sehe auch nichts, wo wir hier irgendwas nehmen könnten. Verschwinde. Ich erwarte jemanden. Ja. Kann hier nur Kerzen ausmachen. Ah, oben.
Ja, blind bin ich manchmal auch. Da habe ich die Brille vorher geputzt. Naja. Hat ja keiner gemerkt, ne? Ich hoffe, der andere olle Druide kommt nicht wieder mit. Du sollst doch was suchen. Indigofarbene Pflanzen. Freya sei dir heute. Ja, dir auch.